way forever. I'm sorry, Miss Jackson. Hallo Sportsfreunde und willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 16 Spielerkarriere. Ja, bevor wir jetzt hier mal weitermachen, ist das einzige Thema heute in dieser Folge, dass wir heute auch Transfers machen, aber auch noch, dass es euch aufgefallen ist, dass es, keine Ahnung, 3-4 Tage oder so, kein Karrieremodus mehr kam. Kein normaler Karrieremodus mit dem FC Bayern München. Liegt auch daran, habe ich auch in der letzten Folge von Harry Kane angesprochen. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, schaut einfach mal in der Videobeschreibung. Da ist ein Link zu dem Video. Ja, und zu meinem Zweitkanal auch. Da ist auch mal ein Video rausgekommen vor, keine Ahnung, ein paar Tagen oder sowas. Das WWE 2K16. Einfach mal da vorbeischauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ja. Und dann habe ich noch, das ist angesprochene war noch, dass wir es einfach mal weitermachen. Und schauen, ob wir transferiert werden oder nicht. Was sehr spannend ist, weil ich glauben könnte, dass wir, wenn wir transferiert werden, dass wir uns erstmal auf die Transferliste setzen müssen, vielleicht. Fragen wir mal hier. Wir fragen jetzt mal einfach mal unseren Trainer. Wenn ich jetzt, wo waren das nochmal? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, meine Karriere musste ich das machen. Nee. Teambericht. Wo war ich das? Wenn ich jetzt das wüsste. Ah nee, warte, ich muss auf mich selber draufklicken. Da bin ich. Dann drücke ich hier auf mich. Transferanfrage. Schauen wir mal, ob er mich abgeben würde für das Geld, was ich wert bin. Ja, wir machen aber die gleichen Übungen wie letztes Mal. Simulieren die heute. Ich weiß nicht, ob wir noch ein Spiel hinkriegen. Das muss ich noch nachschauen, wie lange jetzt hat. So die Folge so ist jetzt hat, ja. Das muss ich einfach nachschauen. Ja. Ob wir noch ein Spiel hinkriegen. Schauen wir mal, was hat er denn geschrieben? Was hat er denn so geschrieben in der ersten Nachricht? So. Ich habe deine Bitte um einen Transfer erhalten und werde die Sache nun in Ruhe überdenken. Ich werde die Angelegenheit mit dem Vorstand besprechen und dir anschließend so schnell wie möglich meine Entscheidung mitteilen. Okay. Ich habe über deine Bitte Transfer nachgedacht und muss deinen Wunsch leider ablehnen. Okay. So wie es aussieht, werde ich nicht transferiert, wenn kein Transfer reinkommt, oder? Oder kann ich das auch noch selber dann entscheiden, ob ich transferiert werden will oder nicht? Das weiß ich jetzt nicht. Müssen wir mal schauen, ob wir transferiert werden oder nicht. Ja. Es entscheidet sich ja dann alles. Ja, irgendwann wollen wir ja auch noch Freistöße und so schießen und Elfmeter, wollen wir alles selber machen. Deswegen ist es sehr wichtig, ne? Ja, so wie es aussieht, werden wir nicht transferiert in diesem Winter. Nein, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. Ja. Das wird mal. Da müssen wir echt mal schauen, wie wir das dann so machen. Kurz vor der 78 stehen wir jetzt auch schon. Jo, wenn ihr noch dran seid, dann schreibt einfach mal Hashtag ich transferiere mich nicht. Ich werde nicht transferiert, sag mal so. Hashtag, ich werde nicht transferiert. Ja. Ja, die Folge ist jetzt 3 Minuten lang, also 3 Minuten kann man jetzt nicht hochladen. Also machen wir jetzt hier noch dieses Spielchen. Was kommt eigentlich danach, nach diesem Spiel? Ah, da ist die Transferphase auch schon wieder vorbei. Okay, so wie es aussieht, werden wir dann doch nicht transferiert. Aber ich will aber transferiert werden. Eigentlich will ich ja transferiert werden, aber naja. Trainer sagt nein, meint aber nein, ne? Was auch ein bisschen schade ist, weil ich schon mal nicht mit 5. Bayer 04 zeigt Interesse an mir. Bayer 04 Leverkusen. Ich will transferiert werden. Ich will transferiert werden. Ich will transferiert werden. Ich will nach Leverkusen. Ja, ich will einfach nach Leverkusen schon noch. Das ist einfach ein höherer Club und da kannst du mehr erreichen. Auf einem höheren Club kannst du mehr erreichen. Ja, da kannst du auch irgendwann, sag mal, zu Barcelona kommen, zu Real Madrid, zu Bayern kannst du dann kommen oder keine Ahnung, eigentlich zu jedem hohen Club in England, in Spanien, in den ganzen hohen Clubs, in den ganzen hohen Ligen kannst du überall dann reinkommen. Das ist einfach wichtig, dass du das irgendwie hinkriegst dann auch noch.
Als Spieler. Ja, das willst du ja als Spieler. Du willst ja nicht immer nur bei 60 bleiben dann. Auch wenn du bei 60 angefangen hast. Aber dann jetzt erstmal spielen wir hier gegen SC Sandhausen. Konzentrieren uns vollkommen auf Sandhausen. Und wollen hier noch ein paar Tore schießen in der Liga. Was sehr wichtig ist. Und ich räusper mich die ganze Zeit. Irgendwie habe ich irgendwas im Hals. Aber naja, sollte schon passen. Auf geht's. Wir starten. Rein, wir sehen hier nochmal kurz die Aufstellung von Sandhausen. Dann nochmal die Aufstellung von niemanden, weil wir haben 16 Gegentore kassiert. Das ist echt eine echte Aufgabe. Ja, ist eine echte Aufgabe. Ja, die haben viele Tore gemacht. Wir haben viele Tore kassiert. Ja, das könnte eine Aufgabe werden hier. Und wir starten direkt mal rein in die erste Szene. Könnte jetzt schon die erste Szene werden. Direkt nach dem Anstoß. Könnte es. Könnte es nicht nur. Es wird sogar. Und wir machen das 1-0. Wir machen das 1-0. Direkt nach dem Anstoß. 2 Minuten nach dem Anstoß. Wunderschöner Angriff über Rodri. Rodri holt sich den Ball in der gegnerischen Hälfte direkt mal. Und ich werde abgeklatscht hier. Sozusagen schon als Verabschiedung vielleicht schon. Ja. Und das ist die Frage, ob wir irgendwo hingehen, da wo wir ein bisschen mehr, weniger Spielpraxis vielleicht kriegen werden, aber dann auch noch so richtig schön stark werden können. Ja, mit einer 77 bei 60 noch, da könntest du dir schon mal denken, ja, das ist jetzt nicht mehr das Beste, was man so machen kann, ne? Ja. Ja, er sagt schon, er will den Ball, kriegt dann aber noch nicht. Rodri, ja. Was macht der? Was macht der Rodri denn da? Ich wollte, dass er schickt und nicht, dass er schießt. Aber ich hole mir den Ball. Schön. Schön, ich bin frei durch. Hätte ich den Fake Shot probieren können und dann Hübner, glaube ich, ist das, oder? Ich weiß es nicht, wer bei Sandhausen jetzt in Innenverteidigung gerade den Ball abgewehrt. Ich habe es nicht wirklich gesehen. Aber war gar nicht so schlecht rausgespielt, der Angriff. Hätte man besser rausspielen können, aber dann. In der ersten Liga musst du solche Chancen dann schon nutzen, ne? Wenn du dann in die erste Liga wechselst, dann irgendwann. Ja. Na, da kommt die Flanke in die Mitte. Und Rodri. Ah. Einsätze 15, 8 Tore als offensiver Mittelfeldspieler. Ist sehr stark. Und da sehen wir nochmal jedes Tor. Ja, war sehr stark gespielt. Ah, 8 Tore. 15 Spielen. Der Ball ist weg. Und auch noch Freistoß für Sandhausen. Gibt's jetzt direkt. Ja. Klarer Fehler. Oh, was mache ich da? Das war jetzt mein Fehler. Was habe ich da gemacht? Direkt weitergeleitet. Komm. Da läuft aber keiner wirklich. Nee, da kommen wir nicht durch. Okay, Stahl. Super. Rodri. Super gemacht. Super. Schön rausgespielt. Schön gespielt. Ja, davor habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Das war einfach nicht gut gemacht von mir. Nee. Es war einfach nicht gut. Es war echt nicht gut. Sowas muss man, gehört auch bestraft dann, ne? Ja. Das gehört ja dann auch noch bestraft. Ja. Gehen wir hier nach außen. Schauen wir mal, wo er hinspielt. Ja. Geht der Ball zu mir. Und abgezogen. Und es bedrängt und der Torwart. Klasse Parade hier von Sandhausen. Schön gehalten hier. Bumm. Wunderschön geflogen hier. Der Torwart hier. Von Sandhausen. Den musst du dann mal auch so raus aus der Ecke kratzen. Ah, die kommt nicht so schlecht, aber auch nicht gut. Und es gibt Einwurf für Sandhausen. Schön, Stahl. Rodri. Spiel doch her. Und dann lauf weiter in die Mitte, Mann. So einfach geht es doch. Eigentlich voll einfach. Als klarer Stürmer.
Naja. Das sind Situationen, die was man nutzen könnte, aber. Naja, wenn der Stürmer falsch läuft, ne? So viel ist in der ersten Halbzeit bis jetzt noch nicht passiert, 73. Also. Viel passiert hier nicht in der ersten, in der zweiten Halbzeit. Ey, Schiri. Schau, komm. Adlung, lauf. Lauf um dein Leben, Adlung. Was läufst du auf die Außen? Was läufst du auf die Außen? Adlung. Hier. Wie gesagt, was läuft da auf die Adl Außen? Warum läufst du auf die Außenadlung? Bist du behindert gewesen oder was? Alter! Anstatt in der Mitte zu bleiben. Nein, er läuft nach außen. Eieieiei. Bleib alles gut in die Mitte. Und weg ist er. Komm, hau ihn aber weg. Super. Ah, und da werde ich ausgewechselt, oder? Nee. Ja, ich bin noch nicht die 20. Aber naja, ich werde ausgewechselt. Ach so, okay, das wäre bei den anderen. Ja, da werde ich ausgewechselt. Ja, jetzt kommt Michael Lindel. Glaube ich von Düsseldorf ist er gekommen, glaube ich sogar. Ja. Und dann war es auch. Sozusagen fast schon mit dieser Folge. Die Folge ist nicht so arg lang, ne? Ich weiß. Ich will jetzt transferiert werden, weil das ist. Das geht gar nicht. Ich bin der wichtigste Mann auf dem Platz, aber trotzdem. Trotzdem will ich wechseln. Ich will wechseln. Er lehnt immer noch ab, Mann. Dann will ich aber im Sommer wechseln. Dann will ich im Sommer. Schau mal, die verpflichten Leute. Die verpflichten Leute, aber wollen mich nicht verkaufen. Alter, da könnten sie Leute verpflichten, du. Oh, ein Ganja. Ein Ganja, Hashtag. Hashtag Harry Kane. Verpflichten Leute, warte, wie viel war ich nun mal wert? Schau mal, wie viel die anderen so wert sind. Schau mal hin. Alle so um die unter 2 Millionen ungefähr, ne? Ja, unter 3. Sagen wir unter 3, alle unter 3. Mindestens alle unter 3. Ja, und dann komm ich mit 14 Millionen. Mit 14 Millionen. Ja. Komme ich einfach mit 14 Millionen an, ne? 14 Millionen komme ich an. Könnt ihr mal nochmal meine Stats anschauen? Ich mache mal ganz kurz die Facecam dafür aus. Auch alles sieht. Ja, einfach hier nochmal meine Stats anschauen, die was ich so gerade habe. Ja, wie sie sich so aufgewertet haben in der Zeit. Weil ist schon echt krass. Und sehen mich auch gleich wieder, genau jetzt. Ja, einfach die Stats, wie die sich gestiegen haben. Ich werde einfach nicht davon nicht transferiert werden. Was? Transferangebot? Lol. Vom SSC Neapel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nach Italien wechseln will. Eigentlich ja nicht. Ich will nicht nach Italien wechseln. Eigentlich will ich nie nach Italien wechseln. Ich will in Deutschland bleiben. Eigentlich, ja. Komm schon, noch kurz vor Ende, komm. Und? Nee. Er zeigt eigentlich gerade Interesse an mir. Außer jetzt hat SSC Neapel. Was mache ich da eigentlich? Weil ich in der Startaufstellung bin, deswegen. Bayer 04, RB Leipzig und SSC Neapel zeigen Interesse an ihnen. Was ist das? Warum bieten sie mir da nichts an? Bin ich zu teuer oder was mit 14 Millionen? Das wäre es jetzt. Das wäre irgendwie so lustig gewesen, wer genau jetzt hat dann. Oh, cool, ich wurde Spieler des Monats, cool.
Naja, ich wollte jetzt nicht nach Neapel wechseln. Ich wollte eigentlich in der Nähe von, einfach in Deutschland bleiben, weil Deutschland ist einfach. Ich bin eher der. Ich habe immer dann so Heimweh, wenn ich zu lange im Ausland bin. Österreich geht auch noch, aber Österreich ist nicht die Liga da, wo man sagen kann, ja, da will ich meine Karriere beenden. Will ich bis Karriereende bleiben. Ja, so in der österreichischen Liga, da ist jetzt nicht so. Ist bekannt, da kann man nicht so sagen, ja, ich bin immer der Größte und so da drin, Alter, ja, Mann, ich mach mich schon gut, ey. Ich hab dann der 85 oder sowas am 90 am Schluss, so nach der österreichischen Liga, nach einer Saison. Ja, da kann man in der Bundesliga kann man da schon mindestens eine 83 kann ich dann kriegen, wenn ich in der Bundesliga, dann wäre jetzt halt, ja. Vielleicht kriege ich es auch hier in der zweiten Liga jetzt halt hin und weil wir mit 60 dann aufsteigen. Könnte ich vielleicht sogar bei 60 bleiben? Ja, aber weil ich ja dann der Träger bin dafür und dann können sie auch nicht mehr sagen, ja, wir gehen mal nicht mehr ab, weil so umfragt, wie ich dann bin. Schauen wir mal in die erste Liga kurz. Ja, da ist Bayern Erster. Das ist auch kein großes Drama da oben. Na, RB Leipzig ist erste Liga. Das fällt mir jetzt erst auf. Wer ist noch so erste Liga, wer ist noch an mir interessiert? Wer war das? Ah ja, Bayern 04 Leverkusen sind Sechster in der Liga. Ja, kann man verstehen, dass sie an mir interessiert sind. Nein, ich will hier wechseln. Na, da ist 60 Erster mit 3 Punkten Vorsprung. Die meisten Tore habe ich gemacht. Ich habe 8 Tore gemacht davon. Okay, doch nicht. Ich habe die Hälfte davon fast gemacht. Ja, von den Toren. Ist ja nicht schlecht. Das musste man machen. So viel Tore machen hier. Ja. Können wir uns ja nochmal anschauen, wie meine Karriere. Da habe ich insgesamt 13 Tore haben wir insgesamt jetzt gemacht in dieser Saison. Schon mal sehr gut. Ja, eine Niederlage haben wir gehabt, zwei gelbe Karten. Hatten wir denn so letzte Saison? Ne, das ist diese Saison, ne? Ah, das ist diese Saison. 8 Tore haben wir gemacht, genau. Insgesamt haben wir. Ja, da ist immer erstmal krödig. Naja. Energie ist jetzt nicht so prickelnd bei uns, ne? Ja, das ist ein bisschen scheiße. Aber unsere Werte unten, die sind echt krass. Ballkontrolle 82, Kurzpass 80, Dribbling 80, Beweglichkeit 80, Übersicht 78, Stellungsspiel 74. Das ist einfach Premium, was wir da jetzt rausgeholt haben aus unserem Spieler hier. Ja. Und dann werden wir schauen, ob wir im Sommer dann wechseln werden. Sorry. Aber wir müssen echt schauen, ob wir dann im Sommer wechseln, weil das ist echt spannend. Ob wir dann im Sommer wechseln werden. Ja, meine Facecam ist manchmal immer ein bisschen verrutscht. Weil dann bin ich manchmal so im Bild. Was auch nicht so toll ist, ne? Wenn man so im Bild ist. Sondern wenn man nur so im Bild ist. Und wenn jetzt, ich probiere es auch nochmal, für die morgige Folge probiere ich dann nochmal ein bisschen an der Videoeinstellung ein bisschen rumzutüfteln, dass die Videoqualität besser wird, weil ich habe es auch schon selber gemerkt, ich muss einfach an der Videoqualität arbeiten und an allem arbeiten und so, ja. Ja, und dann für den Zweitkanal muss ich dann auch nochmal mehrere Videos bringen, weil wird halt echt schwer. Ich muss halt wirklich am Wochenende muss ich vorproduzieren, deswegen kommt jetzt auch die nächsten paar Wochen jetzt auch keine Livestreams mehr am Samstag und das ist halt das, was ich halt so sagen wollte noch, ne? Also Leute, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Lasst eine positive Wertung da. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann haut da rein. Bis zum nächsten Mal und ciao!